I am ready to rumble. Ah, sah das bescheuert aus. Jau, hallo und herzlich willkommen zu Dungeons of Idara. Mir wurde das Spiel auf Instagram vorgeschlagen. Immer durch diese lästige Werbung, wenn ich durch meine Storys durchswipe. Und ich habe das Spiel aber schon vorher mal so auf so eine Liste gesetzt mit Sachen, die ich mir mal angucken könnte, weil es doch recht interessant aussah. Hier steht auch schon der Disclaimer. Es ist ein Early Access Game. Mit Early Access Gameplay. Ah, danke fürs Spielen. Von Monster Tooth Studios entwickelt. Ja. Special thanks. Ich spiele einfach mal an. Ich habe es vorhin noch nicht gespielt. Ist klar, ich habe es mir gestern erst gekauft. Oder war es heute? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier vorhin testweise einfach mal so einen Dude erstellt, einfach ganz random in der Kampagne, einfach nur mal schnell zu testen. Können wir auch kommen, dann lösche ich den Charakter. Ja, wir machen einfach mal die Kampagne, habe ich gehört, gucken da einfach mal rein. Wir können aber nur den Abidum aktuell wählen. Ich würde gerne Sufrak oder das andere ausprobieren, aber Chance und Pflanzen erfolgreich zu ernten, XP Bonus, Gesundheit, Regen Bonus, also Gesundheits- Regenerationsbonus wahrscheinlich. Ähnelt eher einer modernen Demokratie. Also das interessiert mich eigentlich alles gar nicht. Wieso Brianna? Wir nennen uns natürlich Assi. So. Kopf kann ich randomisen. Wieso tut mir eigentlich mein Fuß weh? What the fuck? Das ist gerade mega random, aber mir tut mein Fuß irgendwie weh. Guck mir das nachher an. Ja, moin. Kopf. Okay. Augenfarbe bleibt rot. Oh. Sogar schon recht weiße Haare. Wir wollen natürlich längere Haare. Wir wollen eine prächtige Mähne haben. Wieso kann ich den Dude nicht... Oh, das ist der Walnar. Das ist der Walnar. Haarfarbe weiß, oder? Natürlich hat er nicht die Haare, gebe ich ihm nicht die Haare von mir, weil das wäre ja ein bisschen wack. Sondern ich gebe ihm natürlich das Asuka-Haar. Was bist du jetzt von mir, Handy? Ja, okay, das ist natürlich Twitch-Benachrichtigung, dass ich live bin. Bart. Gib mir einen Bart. Komm, wir geben ihm ein bisschen Bart. Wenn er schon keine allzu langen Haare haben kann, dann... Er sieht schon auch sehr bedrohlich aus. Das sieht fresh aus. Sieht aber noch, sieht aber fresher aus. Oh, am freshesten. Aber ich sag mal, den Gambesor. Sieht doch recht gut aus. Sehen wir wenigstens irgendwie bedrohlich aus. Also, so sehen wir aus wie so ein schutzloser Adeliger. Wobei, das hat auch irgendwie was. Aber so sehen wir auch aus wie so ein Bauer. Also, so sehen wir mehr aus wie ein Bauer. Das ist mehr so dieser Arbeiter. Ja, ist schon ein bisschen besser. Und das ist mehr auch so Abenteurer-mäßig. Habe ich gerade Abenteurer-Abenteurer gesagt? Arbeiter-Abenteurer. Das ist halt mehr Kaufmann. Das ist mehr so Kämpfer. Und das ist mehr so einfach, aber das sieht mir auch mehr wie so ein Kämpfer aus. Aber ich glaube, ich nehme das hier, oder? Komm, ich nehme den hier. Dann sieht er wenigstens irgendwie interessant aus. Hose, das ist mir zu adelig. Oh, das sieht interessant aus. Wobei, ich glaube, ich nehme diese Narrenhose. Komm.
erstellen wir ihn. Da gibt es auch ein Intro, das habe ich ja vorhin geskippt. Long has the continent of Adira been ruled by the Oswiri Empire, keeping peace among the numerous factions of peoples who live within their boundaries, with fair leadership and representation. The peace did not last, however, as the line of emperors became corrupt with greed and power, and as they began to launch campaign after campaign to claim even more land and riches. Their demand on their subjects grew ever more until they reached a breaking point. A rebellion was born as the factions of the North banded together to march into the heartland of the Empire to put a stop to it. The hard-fought rebellion was broken at the foot of Norak, the Empire's prized capital. But with the Oswiri spread so thin, they were able to broker a truce. The Oswiris granted them their independence in return for an end to the fighting. But as the years passed, and the faction's anger and pain against the Oswiris were forgotten, old rivalries began to surface between the Arbenum State, the Sufrak clans, and the Wakara bands, breaking the trust between the factions of Adira. This does not go unnoticed by the Oswiri Empire, whose ever-aggressive emperor looks upon the free lands of Adira with hungry eyes. Ah. You and your family lived a simple life within the Arbedum State as farmers, making a living bringing crops to market every year, nothing out of the ordinary happening until 2 years ago, with the arrival of a mysterious man who stumbled onto your farm, barely clinging to his life. He was injured and on the verge of death, and your parents, kind-hearted folk, tended to his wounds and allowed him to work on the farm while he slowly recovered. You came to know this man as Scovis and grew quite fond of him as he taught you simple sword-fighting techniques and enchanted you with his tales of adventure all over the world. Scovis was always talking about the aggression of the Oswiri Empire, but your parents did not want to hear it. Nothing could make them leave their home. Even when rumors of Sufrak raiding parties started, they believed that nothing would ever happen to their village and way of life. Unbeknownst to anyone, the Oswiri Empire is on the march, looking to reclaim their ancient land. Your town just happens to be one of the first victims of a merciless Oswiri campaign of revenge. Kid. Hey, kid. Ah. Come on, kid. You've got to get up. You okay? We need to see if anyone is still alive and what we can salvage. Take this. I took it from one of those Oswiri dogs. Wie benutze ich das? Nothing to it, kiddo. Either swing or thrust. Whatever feels natural to you. Du willst, dass ich töte? Sorry to ruin your interpretation of what is right and just, but this is what war really is. Either you defend yourself and kill those who want you dead, or join those you see laying on the ground. I'm sorry this happened, but we have to clear the town of Oswiri soldiers, or we will be next. The Oswiri army invaded, kid. Done a fine job of making sure hardly anything was left. They're the huge empire to the south, who we ain't on friendly terms with. Wohin gehst du? I'm gonna go check the field to see if anyone else survived. Suche die Stadt nach Überlebenden und versuche nicht zu sterben. Verstanden. Yeah. Okay. Wir sind hier bei so einem Camp. Und er hat hier diese Dudes anscheinend gekillt. Das ist schon mal wichtig. Wir können sprinten. Aber die Kamera ist ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Wir können auch schlagen. Und blocken. F. Ah, oh, er kann sogar so einen Schildschlag. Das ist cool. G ist ein Heiltrank, den will ich aber jetzt noch nicht benutzen. Die Steuerung ist aber ein bisschen klobig, habe ich so das Gefühl. Aber es könnte auch an dem Kameramodus liegen. Weil der Kameramodus ist Cinematic. Ich weiß nicht warum.
Kann er die Sachen auch einfacher wegstecken? Ah ja, mit R kann ich sie. Kann ich die Waffen einfach wegstecken? Das ist gut. Und hier ist nichts. Ich muss nach da, nach da oben auf den Hügel. Da vorne stehen schon zwei. Und da drüben stehen auch nochmal zwei. Light Attack, Heavy Attack, Shift plus. Ah, Heavy Attack ist. Okay. Block und Dodge Space. Okay. Oh, okay, das war easy. Kriegshammer of the Night. Okay, ah, da habe ich meine Sachen. Was habe ich denn da? Founder's Code. Ah ja, okay, gut, ich bin jetzt Founder offiziell, weil ich ein Spiel gekauft habe. Für 11 Euro. Statt 12,50 oder so. Kriegshammer of the Night plus 1 Rüstung, okay. Short Swords, 15 Schaden. Kleiner als ein typisches Schwert, aber immer noch tödlich. Okay, ich behalte den Hammer mal. Und den Code. Ah, okay. Zieh dann einfach so drüber. Da sind auch nochmal welche. Können die auch was. Okay. Können die auch was anderes als nur. Legends of the Reaper. Okay, es ist noch auf Englisch. Auch wenn ich die Sprache auf Deutsch umgestellt habe. Heavy of the Mage Slayer. Ich bekomme ja Zeug. Ich werde hier mit Zeug zugeschissen, das ist ja unglaublich. Ist ja nicht mal in D&D oder so. So. Gesundheit und Leben, okay. Also ich habe jetzt den auf den Mage Slayer. 1 Ausdauer und Mana stehlen. Und er macht 15. Okay. Und er hat ein höheres Angriffstempo als das Schwert, was ich irgendwie ein bisschen weird finde, tatsächlich. Weil ja, ursprünglich müsste das Schwert ja eigentlich schneller sein als der Hammer, aber... Okay, komm, ich will mal wissen, wie das mit den Blocken ist. Okay, das zieht mir Ausdauer. Okay, weird. Also die Ragdolls sind hier schon mal interessant, wie die fliegen. Die Haare sind von hinten irgendwie ein bisschen seltsam. Die sind so halb im Kopf drin oder was? Wenn ich so mache, dann gehe ich auf den Bogen-Slot. Ist auch interessant zu wissen. Oder sieht doch so, es sieht weird aus. Oder ist es der Schatten? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt ist es weg. Keine Ahnung. Ich habe mir gesagt, ich spiele einfach mal das Level. Oh cool, ich kann die sogar stunnen. Oh nice, Execution. Manchmal tut er das. Ich habe noch keine Ahnung, wie man genau man das triggert. Aber ich kann euch das in den Einstellungen mal zeigen. Das wäre auch nicht so schlecht. Exekutionen kann man anmachen. Ja, nein. Ich hätte einfach gesagt, wir lassen es an. Sehenswürdigkeiten zeigen. Warum nicht? Screencheck aktivieren. Warum nicht? Also ich guck mal, Kameratyp. Okay, dann ist es so normal, aber die... Ich glaube, beim Cinematic, da folgt es eher mehr so dem Charakter. Ich erkenne den Unterschied jetzt nicht so ganz. Ah, okay, ich kann eher mehr so um ihn herum. Ich lasse es mal so. Also ich finde, es ist nicht so schlecht. Grafik habe ich so gelassen. Ich habe konstante 60 FPS. Ich habe alles auf Ultra. Außer Bewegungsunschärfe, aber das ist eigentlich egal. Helligkeit... Oh, FPS. Oh, 144. Okay, ich habe 70 FPS. Aber ich bin trotzdem über den 60. Aber die Grafik hier ist schon stabil, muss ich sagen. Also... Okay, jetzt merke ich es doch leicht, dass es ein bisschen runtergeht. Leichte Frame Drops an manchen Stellen. Da wirkt das Spiel dann auch ein bisschen langsam. Oder ist der Encoder wieder nicht ausgelastet? Nee, das liegt dann schon am Spiel.
Shit, quick select a bit. Ah. Okay, jetzt ist er tot. Ich weiß nicht, also das Spiel ruckelt an manchen Stellen. Entweder liegt es an den. An meinen FPS. Au. Entweder liegt es daran, dass ich jetzt die FPS geändert habe. Also ich kann. Ich kann es auch nochmal runterstellen. Vielleicht liegt es an den 144, weiß es nicht. Nö, es ruckelt da nichts mehr. Ich habe aber konstante 60, also. Ja, nicht ganz 60 gerade, aber. Okay. Und dann ruckelt es auch nicht. Also es liegt wahrscheinlich daran, weil ich halt die 144, weil es halt dann doch ein bisschen weniger ist als das. Oh, nice, ein Bogen. Was für den Bildschirm dann doch ein bisschen langsam ist, aber. Ja, gut. Ja, ich weiß, eigentlich sollte ich jetzt wahrscheinlich eher nochmal zurückgehen. Oh, cool, ich habe dem einen Headshot gegeben. Aber die regeneriert sich wieder, oder? Habe ich unendlich Pfeile? Ne, die Pfeile regenerieren sich wieder. Ist schon mal interessant. Oh mein Gott, wie die da mal wegfliegen. Das ist lustig. Finde ich actually wirklich lustig. Minor Heal Potion. Hallo Mom, oder? Oi, die Mom. Thanks. Glad oh, nee. You came along. Don't think I would have survived if you didn't. Was machst du? Was machst du noch immer hier? When I heard the town was under attack, I ran here to pack up all my merchandise and a soldier on a mounted horse kicked me cart on top of me. Warte mal. Und ein Soldat auf einem Reitpferd trat meinen Karren auf mich. My leg has been hurt bad, but I got myself some potions that will help. I'll give you one. Might help while you explore around here. Plus eins Gesundheitstrank. Okay. Kannst du noch alle Waren, kannst du nicht alle Waren zurücklassen? No way. You wouldn't have anything to buy. Du hättest nichts zu kaufen. Kommst du erstmal zurecht? Oh, I should be. Pretty sure if anything happens, you will hear gut-wrenching screams a mile away. Think you can handle the rest of the troops in town by yourself? Soweit ganz gut. Good luck. Okay. Finden Sie Ihre Eltern. Oh, cool. Ich kann die Fässer kaputt machen. Und ich kann auch, oder? Kann ich springen? Nein, ich kann nicht springen. Finde ich schade. Oh, Gesundheit. Danke. Kann ich da drüber springen? Oh, ich kann es auch so springen. Oje. Ey, kann da rüberklettern und runterfallen. Ja, moin. Ey, da ist. Ist das Lauch? Das sieht mir nach Lauch aus. Ach, Kuchen-TV. Ach, der Witz, der wird immer. Der wird nicht alt, ich sag's euch, der wird nicht alt. Oder ist es Sandra? Sandra? Ein Ra aus Sand? Das ist die geflügelte Drache. Das Ra aus Sand. Da kann ich. Oh, da kann ich nicht reingehen. Finde ich schade. Aber hier kann ich. Oh, nice, eine Chest. Oh, was ist das? Ring of the Mage Slayer und Amulett des Licht. Oh, ja moin. Ja moin. Oh, Memo, guck mal. Oh, Memo. Memo, guck mal. Oh, plus eins Kälteschaden. Oh, Memo. Bitte, so lustig. Oh, Memo, guck mal. Oh, Memo. Wee.
kann ich da noch reingehen? Kann ich. Oh! Ja, ui! Richtiger Feini! Boah, Memo! Electric Ledermütze auf der Bohr. Die Namen sind halt auch so geil. Jetzt sieht er aber richtig bescheuert aus. Kann ich das ausmachen? Hammer of Devastation. Kann ich dich. Oh, Blitzer. Also magischer Schaden. Mana stehlen. Oh, ja, moin. Ja, moin. Du bist jetzt der Hammer of Devastation. 16 Schaden. Plus 0,01 kritischer Multiplikator. Macht aber einen Schaden mehr. Komm. Oh, jetzt habe ich den rausgeworfen, oder? Ja. Hammer of Devastation, okay. Ah. Ah. Okay. Macht Sinn. Aber wieso gibt es hier so ein paar Truhen in dem Dorf? So richtig unverdient. Oha, der sieht krass aus, der Typ. Aber nichts ist krass als der Hammer. Ich habe jetzt nicht im Ernst da sein. Ja, sieht mir nicht so danach aus. Ich weiß, es kommt ziemlich random, aber... Hey, was soll's? Ich zeig auch Fuß von mir aus. Für die Klicks. Ah, für die Klicks. Ja! Yeah! Der freut sich schon. Au! Was hat der gedroppt? Streitaxt auf die Phoenix. Auf die Phoenix. Oh, die ist sogar zweihändig. Alter, wie langsam macht der das denn? Plus 1 Feuerschaden, plus 2 Rüstung. Oh. Okay, die probiere ich mal aus. Die probiere ich mal aus. Also... Ganz ehrlich, von meinen ersten Eindrücken nach diesen 23 Minuten jetzt. Oh, ja moin. Lockpick und Gold. Muss ich tatsächlich echt sagen, ich weiß nicht warum, aber das Spiel bockt sich momentan schon. Also ich glaube, ich würde es öfters spielen. Also ich weiß nicht, wie genau das jetzt mit diesem Dungeon-Modus ist. Oder wie es ist, weil das Spiel heißt ja echt Dungeons of Idara. Und nicht, töte Gegner hier in auf offenem Feld. Weil es könnte ja auch ein gefühlter Chivalry Simulator sein. Oder einfach ein shit, wie heißt das Game nochmal? Schießt ins Knie. Was? Der kann das mit seinem Schild blocken. Ha! 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 Ich hab sein Schild gedodged. Fuck, mir fällt der Name von dem Spiel nicht mehr ein. Dieses andere Mittelalter-Game. Oh. Quick Selection Potions, okay. Ach, wie heißt denn das Game? Wie heißt denn das Game? Oh, cool. Electric Schädelkappe auf der Lich. Was für Fran-Helme. Oh, die kann ich noch gar nicht benutzen. Benötigt Stufe 5. The Lich. Schaden 2. Schaden 6 und Rüstung 2. Kälteschaden, Blitzschaden, Bonusschaden. Okay. So viele Schadensarten auf einmal. Schon interessant.
Na komm mal her! Kommen Sie, Keck! Au. Zu langsam! Wobei ich mir auch irgendwie gerade ein bisschen wie ein Mountain Blade vorkomme, aber... Meine Leben regenerieren sich aber auch mega schnell, holy shit. Wer ist das? Da bin ich die Eltern, oder? Ne, ihr halt bloß den Bischof. Ach nee, das ist der Scovis. Wir waren zu spät. Come on and get a hold of yourself. I know you just lost your folks, but we need to regroup. There could be more of those Azuri dogs around. Able to pick yourself up and dust yourself off. Wir können jetzt uns jetzt nicht darum kümmern. Lass mich in Ruhe, Scovis. Wie so nicht, dass meine Eltern tot sind. I'm not sure what to tell you. Decide what you want to do quickly, and let's keep going. There will be time to mourn your parents after this ordeal has passed. Oh. Ich könnte die Überreste... Ich denke, wir sollten sie begraben. In einer Flamme des Ruhms verabschieden. Seems a little redundant, kiddo. They're already half burnt. Besides, I don't think your folks would be fans of this idea. Begraben. Sure thing, kid. Let's get them from under this rubble, and we will bury them once we know the area is clear. Ah, cool, das ist mein Begleiter. Das finde ich nice. Also ich meinte vorhin jetzt dieses eine Game mit diesen mehreren verschiedenen Rüstungsarten und fällt der Name bloß davon nicht ein. Ich würde jetzt gerne den Stream pausieren, aber das geht halt nicht. Da ist noch eine Kiste. Oh, ist eine Metalltruhe. Ich habe jetzt nicht geguckt, was ich gerade bekommen habe. Morgenstern of the Snake, oder? Of the Snake. Einhändige Waffe. Oh, jetzt habe ich ihn weggeworfen. Streitaxt of the Snake. Plus 1 Mana und plus 1 Magieschaden. Ich glaube, Rüstung ist cooler. Plattenrüstung of the Lich, Rüstung 1, Kälteschaden, magischer Schaden, 5 Rüstung. Jetzt habe ich einen Trank genommen, scheiße. Ich weiß nicht welchen. Noch so Tempest, was habe ich gerade ausgerüstet? Oh, ich habe gerade meine Waffe abgelegt. Stamina Potion. Oh, jetzt habe ich die auch weggeworfen. Okay, die Steuerung ist ein bisschen verwirrend. Dränge die Überreste der Azuri Invasion zurück. Okay. Töten Sie den Anführer des Raubzugs. Haben die jetzt die, haben die beiden jetzt die Eltern begraben? Den Priester haben sie auf jeden Fall getötet. Richtig ehrenlos, der arme Priester. Er konnte doch gar nichts tun. Okay, er kann sich auch teleportieren. Und da hinten ist der Boss. Zumindest gehe ich davon aus, dass es ein Boss ist. Oh, nice. Ein Schwert habe ich bekommen. Ein Dolch of Slay. Oh, der ist Slay. Oh, mein Gott. Ja, moin. Memo. Der ist golden. Block 65%.
Schaden. Ah, Nebenhand. Ja, okay. Manche von denen sind dann doch ein bisschen buggy. Lederrüstung of the Reaper. Falcon of the Boar. Okay. Ich komm, ich bleib einfach bei der Streitaxt. Die sieht am coolsten aus. Und die ist aktuell auch am besten, habe ich gehört. Er denkt sich so, was macht der Junge da? Okay, leere Hütte. Das haben wahrscheinlich die anderen schon ausgeräumt. Das ist noch verständlich. Tatsächlich verständlich. Da kann ich auch noch reingehen. Das ist kein Ui-Moment, oder? Nee, also dasselbe Haus wie vorhin. Copy-Paste würde ich mal sagen, ha? Das gefällt mir gar nicht. Das gibt einen Daumen runter. Wo ist denn der Scovis? Ach, da drüben ist er. Also, da hätten sie sich doch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Wenigstens ein anderes Hausmodel. Ah, ja, moin. Und dass die Scheune noch immer so leer sind. Rusty Ring of the Night, Eisenstab of the Snake. Nebenhandwaffe, okay. Zaubertempo, Mana und magischer Schaden. Aber was bringt mir das jetzt? Ich dachte, ich muss mit dem, brauche den Stab, um zu zaubern. Aber vielleicht kann ich es auch momentan nicht. Ein Lockpick. Ah, okay. Schaden minus 1, Rüstung 2. Okay, hat 4 Ringslots auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ist ja auf der Ball, die kann ich ja nicht benutzen. Hier ist die Potion, ja, okay. Das lasse ich mal so. Oh, bei dem ganzen Zeug kommt man da doch ein bisschen durcheinander. Au. Cheesy Peasy, meiner Health Regeneration Potion, okay. Muss ich mich gleich mal an der Wampe kratzen. Was ist das da drüben? Armored Knight Captain, ich habe ein Level Up. Oha. Der packte die krassen Moves aus. Stimmt, ich brauche ja für diesen Schild Slash ein Schild. Ha. Unter Belagerung. The bigger they are, desto besseren Loot werfen sie ab. Sharp Streitaxt auf der Fuhr. Streitaxt. Oh hey. Die Musik kommt mir ein bisschen bekannt vor.
Helm of the Ox. So ein bisschen an, das erinnert mich ein bisschen an Pillars of Eternity. Was kann ich hier so machen? Level hoch. Dann scheiße, zusätzliche Fähigkeiten kriegt. Okay. Ich level mal hoch. Alchemie ist nur das Mischen von Pflanzenwasser. Schalte die Fähigkeit, um Tränke herzustellen. Schaffe Reagenzien zusammen mit jedem Punkt um 10. Die Bs erhöht deine Mana-Regeneration mit jedem Talentpunkt. Oh. Komm, ich mach das mal. Kann ich die da ab? Kann ich die da sammeln? Hallo. Memo. Memo, sag mal. Memo. Gibt es dafür eine Taste? Toggle Lock on. Die Attack. Stadtportal. Ui. Okay, anscheinend nicht. So was gibt es hier nicht. Aber es ist ja momentan mehr Tutorial als. Activate Shrine. Task Charm, Brass Bell, Saphir Bracelet. Magischer Schaden, Gesundheit. Das ist der größte Stoß, an den du je gesehen hast und erscheint vor Kraft zu strahlen. Schadenreflexion. Komm ich in die Brass Bell. Tell you what, kid. How would you like to get revenge on these dogs? Nein, lass mich da raus. Lass mich sie dafür bezahlen. Huh. You're funny, kid. You just want to keep farming and pretend like all this didn't even happen? The fact you can joke around like that means you're doing all right. Good to see. Lass mich sie dafür bezahlen. Good choice. As you know, ich habe ja keine andere Wahl. Military experience. Oh, da vorne sind noch zwei andere. As young as I once was. But you... You kid are young and full of energy and hatred for the Oswari Empire. Just leave it to me. I will show you how to wage war. Okay, ich hätte gern die hinten noch gekillt. Ich hätte die noch gekillt. Ich wollte die töten. Picking up the pieces. Rieb. Nur Schilde blocken. 100% des erlittenen Schadens. Okay. Ist halt nicht so wie bei Dark Souls, dass jeder Schild eine unterschiedliche Menge an Schaden blockt. Hallo, Ladebildschirm? Redet aber schon recht lange. Für 4 GB Game. Also meine Festplatte müsste das echt instant rocken, aber es könnte auch daran liegen, dass es noch Early Access ist. Hallo? Spiel? Mir behackt dieser Ladebildschirm nicht. Auch wenn ich die nicht so schlecht finde. Die Musik meine ich. Nicht die Kapelle. Ja moin, ich würde gerne weitermachen. Darf ich das? Hallo Spiel, darf ich das? Muss ich jetzt echt Alter 4 drücken? Das gibt auf jeden Fall wieder einen Punktabzug, also das spricht nicht dafür. Das gefällt mir gar nicht, wenn ich sowas tun muss. Kann ich das eigentlich überspringen? Nein, kann, oder? Nein, kann ich auch nicht. Ja, das ist geleckt. Kampagne spielen. Also mal gucken, ob ich jetzt weitermachen kann oder nicht. Also hatte ich vorhin nicht so, sondern Loadings. Ah, okay. Also muss ich einmal Alt F4 drücken, um da wieder rauszukommen. Das ist nicht gut. Craft Potions. Okay, ich habe in dem Fall noch gar nichts. Ich finde es cool, dass es hier so ein Lager gibt. Collect, oh. Den einen Pilz konnte ich aber nicht mitnehmen. Das finde ich, fand ich mega weird. Dass sowas nicht geht. Shouldn't spread too far from the camp.
Was heißt die, ich soll nicht so viel rumstreunern, hä? Spiel! Spiel, sag mir das! Oh, da konnte man gerade in die Map reingucken. Oh, da ist das der Pilz. Nee, Frozen Woodbine. Also ich kann anscheinend alles hundertprozentig sammeln. Aber vielleicht auch nur hier im Lager. Du bist stumm, okay. Mit dir kann ich aber reden. Ach. Ah, mein Freund. Das ist die eine. Die kann mir einen Invigorating Ledermütze of Devastation verkaufen, okay. Die gibt mir kritisch Multiplikator plus 1 Ausdauer und plus 2% magischer Fund. Oh, aber meine ist cooler. Draining Amulet of the Rogue. Käseschal. Oh, das ist gut. Claymore of the Reaper. Okay, was verkaufe ich denn? Auf der Mage Slayer erstmal Weapons. Auf der Snake, die verkaufe ich mal. Die verkaufe ich auch, das Schwert auch, den auch. Und Dolch weiß ich noch nicht. Potion, was habe ich so? Armor. Den behalte ich mal. Vielleicht kriegt ihr noch mehr. Ich lege jetzt erstmal mal mein neues Amulett an. Und das habe ich weggeworfen. Okay, I've got some good news, some not so good news, and some bad news. What do you want to hear first, kid? Was willst du damit sagen? Also das sind die schlechten Nachrichten. This town will take a lot of time to bring up to true readiness. If we are to fend off more Azuri attacks, we will need supplies, allies, and good preparations. Das ist eine Menge Arbeit. We all have to start somewhere. Guess you start now. Was ist die gute Nachricht? We should have all we need to get things started again. Wood from the forest, water from the river, and food from both. You never been taught how to survive in the wild? We got a long way to go. Was steht als erstes auf der Liste? Grundlegendes Überleben. Non-soulbound items lost on death, enemy health and damage, normal standard XP gain. What? Mit leerem Magen können wir die Stadt nicht auch wieder aufbauen oder uns am Osiris Imperium rächen, Junge. Das ist eine Sammelkünste. Okay. Ungewöhnlich Gegenstand. Hard. Seltener Gegenstand. Dem Drop Level Increase. Wir machen es natürlich auf Hard. Wir sind Veteranen. Wir haben das Tutorial überstanden. Mal gucken, gegen was ich kämpfen muss. Wahrscheinlich gegen Rehe, die dann am Ende den Drachen spawnen. Wo bin ich denn hier? Gentrap Forest. Okay, die haben mich doch im Portal anscheinend geschickt. 15 Beere. Oh mein Gott. Holy moly, holy moly.
Okay. Okay. Also es gibt auf jeden Fall stärkere Gegner, weiter stärkere Gegner als diese komischen Soldaten. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant, aber das ist eine Truhe. Schlösser knacken, oh mein Gott. Ich will das blaue Item. Es hat nicht so viel gähnen, aber ich muss es tun. Eine Zwickmühle. Oh, ich habe den anderen getroffen. Okay, du bist ein sehr hässlicher Goblin und der andere ist jetzt durch seine Falle gestorben. Saphir Ring of the Pathfinder. Okay, ich kann die so nicht aktivieren. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich sollte da vielleicht außen rumlaufen. Oder durchrollen. Oder dran vorbeirollen. Ich hätte nie gedacht, dass Bärensammeln so gefährlich sein kann. Falcon of Slaying, okay. Benötigt auch Level 3. Oh, Level 3, okay. Kriegshammer of Slaying. Oh. Ein Speer. Kreuzritterhelm of the Tempest. Jagdmitarbeiter. Okay. Ah, ne, Jacket Mitarbeiter of Slaying. Nahkampfwaffe. Okay, das Moveset bleibt bei den Waffen immer gleich. Ist schon mal interessant zu wissen. Was macht das eigentlich? Gesundheit, magischer Schadensbonus, 13 magischer Schaden. The Fool. Oh. Okay. Oh, the Snake. Oh. Ja. Schaden und Rüstung. Ach komm, bleib ich bei dem. Stimmt, speichern kann ich hier nicht. Ah, das wird so ein Dicker. Ey, Digga. Und er hat mich gesehen. Ey, Digga, ich schwör. Komm rum. Ich sag dir, die Pipfes kommen. Die Pipfes. Ha! Er wollte die Bitches sehen und hat deswegen seine Verteidigung. Oh. Gesenkt. Ich habe keine Ahnung, was genau der eigentlich ist. Aber sie sind ernstzunehmende Gegner auf jeden Fall. Bist du ein Ork oder. Bist du einfach nur ein Kannibalen, Mensch, Monster, Halborg, was auch immer? Das ist halt nochmal einer. Den schieße ich aber vorher an. Der hat eine Zweihandwaffe. Und schießt in deinen Cock.
Okay. Das macht halt mehr Damage, wenn ich ihn da treffe. Okay, Wheelchamp. Die mit Schild sind halt OP. Gefühlt. Weil die kann ich halt nicht mit jedem Angriff stunnen. Und hier treffe ich den halt einmal und der macht halt nichts mehr. Also okay, bis jetzt ist es nicht wirklich spektakulär, also... Die sind halt stärker als die vorherigen. Oh, da ist sogar einer tot. Oder, oh nee, das ist der eine, den ich getötet habe. Und er sagt sogar vor der Horde. Oder hat er vor der Horde gesagt? Das ist die Frage. Also die sehen mir schon aus wie so Orks. Ha. You can't block all. Wie ist der jetzt gestorben? Okay, ist halt so einfach, ich burste die halt aktuell einfach down. Ja, die ist auf der Night. Oh, Kettenhandschuhe auf der Tempest. Das ist interessanter. Auf alle Fälle. Oh. Ah, der stirbt so oder so. Oh, der kann sich heilen. Oh, und der wird nicht von mir gestunt. Wenn ich den... Hör auf, dich zu heilen! Okay, ich korrigiere, er wird doch gestunt. Ha. Amulett of the Night. Grundlegendes Überleben, Level hoch, Level 3, ja moin. Hier vielleicht diese Anschlagstafel noch, oh. Bin hier bei 40. FPS, Alter. Da wirkt das Bild natürlich dann wieder ein bisschen, schlechter. Wenn ich das jetzt aber auf Ding hochstellen würde... Hätte ich dann genauso viele FPS. Ja. Oder? Ja. Es wirkt am Ende dann nur schlechter. Okay, ach komm. Ich tue jetzt mal alles auf... Oh, Schatten lasse ich mal auf hoch. Very high. Speichern anwenden. Ja. Verbessert das meine FPS jetzt? Man merkt, das Spiel ist noch leicht instabil an manchen Stellen.
Also was die Performance angeht. Ha. Wegen, ah, okay. Für die Ausdauer um jeden Punkt um 10, das würde ich mal nehmen. Ah, kann nur in der Stadt zurückgesetzt werden, okay. Aber vielleicht kriege ich ja nochmal einen, Oha. Und ich bin tot. Okay, erster Tod auch hier. Erstelle einen neuen Charakter in der Stadt wiederbeleben. Ein Tod ist nur ein kleiner Rückschlag. Wenn du stirbst, gehen alle Gegenstände, die nicht an deinen Charakter sehen gebunden sind, an deine Feinde verloren. Versuche einen leichten Schwierigkeitsgrad. Vergiss nicht, deine Gesundheitstränke zu verwenden. Okay. Okay, die sind jetzt seelengebunden und der Code auch. Okay. Welcome back, my friend. What can I do for you? Okay. Das ist natürlich wieder ein herber Rückschlag. Schild des Lobes auf der Lich. Welcome back, my friend. What can I do for you? Den Buckler, den brauche ich jetzt nicht. Dann packe ich die Sachen da jetzt einfach mal mit rein. Also, dann lerne ich mal aus meinem Tod. Weg mit deinen Waren. Ich verkaufe mal den Buckler für 0. Kann ihn auch wieder zurückkaufen. Bit of the Night. Oh, ich kann mir Hosen kaufen. Oh, aber die haben Seelenbindung. Also, ich brauche jetzt Stufe 6. Okay. Angelbedarf. Okay. Der weniger ein Random Dungeon Modifier. 2 Random Dungeon Modifier. Medium. Was? Kopfgeld, Hugo Mad Eye, unter Belagerung. Eine Stadt in der Nähe wird angegriffen. Wir müssen ihnen unverzüglich zur Hilfe eilen. Wir müssen einige neue Wege finden, um mit dieser Bandit. Okay. Ja, komm, dann starte ich die Quest einfach mal. Okay, also ich kann halt auch quasi random Events machen. Das finde ich schon mal cool. Kann parieren. Aber wahrscheinlich damit. Okay, ich habe hier schon mal gleich interessante Sachen. Anschiff der Mage Slayer. Also mein Gold geht anscheinend nicht verloren. Oh, hier passt der Armschirm auf der Devastation. Magischer Fund hört sich nicht schlecht an.
Schaden 4, Rüstung 3. 4 Bonusschaden, ah, okay. Habe ich sie weggeworfen, okay. Die alte Hauptstraßenkarte. Okay. Wir vielleicht doch kein Ding kaufen sollen, keinen großen, kein neuen Schild. Wenn ich jetzt eh bloß wieder einen Hammer benutze. Wenn ich das hier überleben sollte. Erstelle einen neuen Charakter. Okay, ich sollte es vielleicht auch auf einen wirklich einen einfachen Schwierigkeitsgrad versuchen als auf schwer. Quest fehlgeschlagen, Dungeon verlassen, ja. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich nichts mehr. Oh hey, ich krieg den immer wieder. Ah, okay, mein Gold 4 wird immer eingelagert. Das ist schon mal interessant. Angelbedarf, komm. Den vorherigen Gebung, um eine Angelroute und einen Köder herzustellen. Komme ich dann so mit den Leben, die ich jetzt regeneriert habe, da rein oder wieder mit vollen Leben? Das ist sehr wichtig. Oh ne. Schimmerspor Cave. Bei Cavern. Benötigt Schlösser knacken. Ja. Der eine Hurensohn kann einfach mal heilen. Er kennt das nicht. Halt's Maul. Ja moin, erstmal sich um den Schaden wieder heilen, den ich gemacht habe. Wenn du dich jetzt nochmal heißt, Alter, was für ein Hund. Nice, Level up. Okay, Talente. Benötigt Vakara Assassine Ausbilder. Oh. Autsch, holy shit. Ziemlich weh. Mein Bogen ist halt auch weg.
Oh, nice. Sieht doch schon weitaus besser aus. Jagged Lederrüstung of Sorcery. 3 magische Schaden. Schwert ist besser, Rüstung ist besser. Oh, der Stab sieht aber auch aus. Dauerkasten 25. Silbermitarbeiter auf dem Licht. Wer kennt nicht den Mitarbeiter? Du nimmst natürlich immer den silbernen Mitarbeiter des Lichts. Oh, Angriffsmagie. Hört sich nicht gut an. Der ist immerhin tot. Der auch. Und der andere tut nichts. Ich glaube, die KI ist manchmal ein bisschen verbuggt in dem Game. Also aktuell noch. Nichts brauchbar. Ah, schade. Oh. Neuer Journal-Eintrag. Ah. Kann der überhaupt was? Nein. Warum frage ich überhaupt? Wieso frage ich überhaupt? Töte Aasfresser, sammle Vorräte. Was für Aasfresser? Sind das die Typen? Heißen die Aasfresser oder was? Robe of the Fool. Hab ich da irgendwas Seelengebundenes jetzt eigentlich? Nein. Bist du Seelengebunden? Nein. Ja, benötigt Schlösser knacken. Okay. Hier ist nichts. Oh nice, ein Bogen. Lucky kurzer Bogen auf Slaying. Oh, plus 1 magischer Fund. Das ist auch das, was wir wollen. Das wird der Heiler. Erstmal so noch einen Schlag verpassen. Der ist dann tot. Immerhin. Also die Kämpfe, würde ich sagen, sind vielleicht noch ein bisschen klobig. Ein Orkish Millflower. Okay. Schon fast gesandwiched. Stoffhosen auf der Mage Slayer, okay. Muss ich nicht mehr in Underpants das machen. Richtung 18. Ist der einhändig? Ne, der ist zweihändig.
Okay. Benötigt Schlösser knacken. Ja. Mein da macht schon wieder komische Geräusche. Geht's ja nicht mehr weiter, oder was? Das ist nur die Truhe? Nö. Anscheinend nicht. Das ist eine Treppe. Die habe ich noch nicht aufgemacht. Das ist auch ein Weird Champ Moment. Stoffhosen auf der Litch. Jetzt habe ich sie wieder weggeworfen. Ach, Schaden 4. Okay. Ich sollte vielleicht mal noch nach ganz hinten gehen. Vielleicht gibt es da noch einen Weg, wo ich da noch was finden kann. Aha! Oh, da ist sogar eine coole Truhe. Autsch. Oha! Alter! Mit dem Stab! Richtig krass weggebasht! Ja moin, ich hab einen Strohhut! Ich hab einen Strohhut! Strohhut of Slaying! Lederhandschuh of the Phoenix. Oh! Handaxe of the Fool! Seelengebunden! Die ist aber nicht wirklich gut. Frozen Kettenhandschuh of the Night! Seelenbindung! Ja, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich endlich die anderen Fische finde. Erstmal die Truhe öffnen. Bevor der Dude daherkommt. Mich stört auch irgendwie, dass ich hier nicht targeten kann. Ha! Ein Rubinstab. Ist aber safe nicht seelengebunden, oder? Nö. Oh, Electric Panzerhandschuhe auf der Lich. Schaden 8, Rüstung 5. Oh. 11. Robe auf der Lich. Oder Rope auf der Lich. Sieht doch interessant an. Okay. Habe ich sonst irgendwelche coolen Waffen? Nö. Nö. Ich finde lauter anderes Zeug, aber keine Waffen. Nice. Weil ich die Kamera doch ein bisschen weird finde. Muss ich echt sagen. Nichts Brauchbares gefunden. Das ist auch nicht so. Nicht so cool. Nicht so quell. Well, quell. Ich finde hier aber keine Fische. Ich finde hier echt keine Fische. Das ist keine fischige Angelegenheit. Ah, da hinten. Endlich. Angelbedarf. Yeah. Ich mal nach da oben.
kommt mir leicht bekannt vor. Die Treppe da. Und hier sind auch nur noch Toten. Toten. Toten, Alter! Toten! Sei es nicht, Boys, wahrscheinlich. Ist dann die Gruppe der Aasfresser. Die krasseste Gang in der ganzen Gegend. Die hassen aber den Trick, wenn hier jemand einfach so reinkommt. Recurve-Bogen auf the ball. Eindringling, Aasfresser hassen diesen Trick. Der macht weniger Schaden. Das, oh. Eblisser Powder Reagenz. Oh, interessant. Angelbedarf. Wie gesagt, auf der Bohr. Oh, die hat sogar Seelenbindung. Streitax auf Fling. Seelenbindung. Diejenigen, die wahre Unterstützung des Königreich Abidum gezeigt haben. Wobei mich das Game auch irgendwie ein bisschen leicht an Dinge erinnert. Wie sind das nochmal? Wo man Abenteurer ist, der kein Abenteurer ist. Also nicht der Held ist, sondern einfach bloß so ein 0815 Dude. Was ich auch mal spielen wollte. Ich hab's halt echt nicht mit Namen. Ich hab's heute echt nicht mit Namen. Outward. Genau. Hier bin ich schon ein bisschen dran. Könnte aber sein, dass es vom selben Entwickler kommt. Ich bin mir nicht sicher. Was ist das denn? Eine seltsame Sphäre. Oh, ein goldener Bogen. Lucky kurzer Bogen of the Night. Bam! Die habe ich weggestückelt mit meinem Stab. Ich spieße gerne Leute mit Stäben auf. Das passt sogar irgendwie. Oh, Angriffstempo weniger, Rüstung. Oh nein. Erstmal wegwerfen. Besserer Bogen. Erstmal wegwerfen. Und Scholar. Schild des Lobes auf der Ochs. To Boss Layer. Oh. Okay, mach hier nachher den Boss. Noch. Ich glaube eine Menge Dudes. Also ein Level Up hätte ich noch gerne. Elektrische Holzschild auf der Mage Slayer. Oh, ich habe ein Stadtportal aufgemacht.
komme ich wahrscheinlich schneller raus, ohne gegen den Boss zu kämpfen zu müssen. Oder vielleicht kann ich auch einfach wieder. Oh, just getting warmed up. Ich kann ja auch so ein bisschen was von meinem Zeug retten. Sollte ich sterben. Oh. Basic Damage. Fünf Mana stehen, drei Gesundheit. Drei Mana plus Leben stehen. Oh. Was machst du? Ein Bonusschaden, Ausdauer und Mana. Ein Bonusschaden. Ah ne, ausgerüstet. Das ist ein Leben stehen, Bonus XP, magischer Schaden. Müsste jetzt passen. Hab ich hier noch irgendwas anderes Cooles? Weil sonst. Wobei magischer Schaden hört sich jetzt schon gut an. Magischer Schadensbonus. Die sind überlastet. Kann ich mich da nochmal zurück teleportieren? Staub gewöhnlich. Den lasse ich mal hier. Den lasse ich mal hier. Das lasse ich auch mal hier. Und den lasse ich auch hier. Schaden 4 ist 2. Sollte ich nochmal sterben und dann ist irgendwie was groß weg. Ist nicht gut. Dann habe ich da noch was. Aber bei die Axt verkaufe ich. Die blaue. Welcome back, my friend. What can I do for you? Feldjunk All, okay. Amulet of Tempest, Amulet of the Pathfinder. Jetzt habe ich das gekauft. Ne, ich habe es verkauft. Und das Code, okay. Ach, Ring of the Phoenix. Drachen Shit of Snake. Oh, Rusty Bastard Sword of the Tempest. Rusty, großer Hammer auf das Scholar. Hat ja noch welche von meinen alten Sachen mit drinnen? Anfänger Feuermagier. Ach cool, jetzt habe ich einen Begleiter dabei. Das ist ja mal nice. Sofortkrieger, yes. Abenteuer aus. Neue Talente können. Oh nice, ja moin.
Und meine Fähigkeiten in deinem Talentbau nutzen. Oh, nice. Das erhöht den Schaden mit Waffen in jedem Punkt um 3%. Das auf Veteranenebene frei. Oh, geil. Ja, Mann. Vakara Assassin. Nice, Schlösser knacken, ist ganz wichtig. Nicht gedacht, dass ich so einfach Leute anheuern kann. Es gibt den Spielern doch noch mal ein bisschen mehr Tiefe, was ich richtig interessant finde. Du bist ein Holzfäller, okay. Anscheinend haben einige unternehmenslustige Goblins nicht allzu weit hier von einem Holzfällerlager erreicht. Wie steht's mit dir? Hol etwas von diesem Holz, damit wir ein Feuer und Baumaterial für Häuser und Befestigung haben. Wenn du diese Goblins zufällig außer Gefecht setzt, wärst du, wenn du dort bist, muss sich, glaube ich, niemand beschweren. Okay. Okay, da kriege ich bloß einen grünen Gegenstand. Aber ich würde tatsächlich mal an der Stelle sagen, nachdem ich das herausgefunden habe, wäre es soweit erstmal mit dem. Mit dem angespielt. Oder allgemein mit dem Test. Also ich muss sagen. Ich bin bis jetzt positiv von dem Spiel überzeugt. Ich denke mal nicht, dass ich zurückgeben werde. Weil ich wollte jetzt unter 2 Stunden spielen, damit ich zurückgeben kann. Im Notfall. Aber es hat mich tatsächlich schon ein bisschen gecatcht. Und ich würde gerne weiterspielen. Also ich denke mal, ich werde wahrscheinlich mal den ein oder anderen Stream einfach mal Dungeons of Idera spielen. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was ich sonst spielen soll. Ich spiele auch einfach so weiter. Wir können eigentlich safe and quit. Yes. Ich gehe dann auf den Desktop. Ja, moin. Ich könnte auch mal diesen Dungeon Runner Modus ausprobieren. Das wäre mal auch interessant. Kann ich dann einfach Maps auswählen oder wie läuft das? Also das, da will ich noch reingucken. Deaktiviere den ersten Schrein, deaktiviere... Ah, okay. Aber ich bin tatsächlich gar nicht mal ich. Also mein erstellter Charakter. Non-Boss Enemies have increased damage and a 20% health boost. Okay, ich krieg einen random Charakter und werde einfach random reingeworfen. Okay. Also ich komme dann auf random Maps und die kämpfe dann random Gegner und habe halt natürlich eine Quest. Ist klar. Okay. Also wenn ich groß irgendwie das, wenn ich verschiedene Sachen machen möchte, dann Kampagne, wenn ich einfach nur Dungeons machen will, dann mache ich natürlich Dungeon Runner so. Wenn du einfach Bock hast, durch die Dungeons zu laufen, dann okay. Interessantes Konzept. Ich denke mal, da kommt wahrscheinlich noch mehr. Ist ja noch Early Access. Mal gucken, vielleicht mache ich noch ein paar mehr Videos, wenn Updates kommen. Also, wie gesagt, ab und zu werde ich wahrscheinlich mal streamen, wenn ich gerade so nichts anderes so habe. Da habe ich noch ein paar andere Games. Und ich werde es auf jeden Fall mal, behalten und im Hinterkopf und vor allem im Hinterkopf behalten. Weil man kann es ja natürlich hier und wieder spielen,
Vielleicht mache ich noch ein paar Videos dazu, wenn neue Updates kommen, große Veränderungen oder sowas. Und wenn es mal komplett rauskommt, mal gucken. Mal gucken. Ich würde auf jeden Fall an der Stelle sagen, wenn euch der Stream gefallen hat, lasst doch ein Follow da. Schaut auf YouTube vorbei, da gibt es nice Videos. Auf YouTube, also da wird es natürlich auch landen. Bewertet das Video, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Schaut natürlich auf Twitch vorbei. Da gibt es immer nice Streams, wie den hier. Und natürlich Sunbros. Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal. Mal.